Ich habe meine Veröffentlichungen, die ich am Ende dieses Videos auch noch vorstellen werde, jeweils folgenden Hinweis vorausgestellt. Auch in der israelischen Gesellschaft gibt es laut Professor Israel Shahak, der einige Jahre Vorsitzender der Israelischen Liga für Menschenrechte war, und dem amerikanischen jüdischen Wissenschaftler Norton Meswinski, dem mohammedanischen und christlichen Fundamentalismus vergleichbar, extremistische Bestrebungen, die allen nichtjüdischen Personen und Völkern die Menschenwürde aus religiöser Überzeugung absprechen. Sie verletzen die von der Menschenrechtskommission sowie die im Grundgesetz garantierten Grundrechte und die freiheitlich-rechtsstaatliche Ordnung. Über extremistische Verhaltensweisen, ganz gleich welchen Ursprungs diese sind, aufzuklären und ihre geistigen Grundlagen sowie ihre politischen Zielsetzungen offenzulegen, ist ein Gebot der rechtsstaatlichen Selbstbehauptung und stellt berechtigte Notwehr dar. Den imperialistischen Bestrebungen des im Mosaismus, das heißt im Judentum und Christentum, wurzelnden Extremismus der sogenannten Jakob-Fraktion, vergleiche dazu 1. Mose 27, Vers 28, 29. Ich zitiere: So gebe dir Gott Jahwe vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Most und in Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht. Und die dich segnen, seien gesegnet. Dem kann spätestens seit 1948 der im Auftrage des mosaischen Gottes Jahwe den Nichtjuden in der Verkörperung Esaus erteilte Segen entgegengehalten werden. Vergleiche dazu 1. Mose 27, Vers 40, Satz 2 der Lutherbibel, Stuttgart 1902. Ich zitiere: Und es wird geschehen, dass du auch ein Herr und sein, das heißt Jakobs Joch, von deinem Halse reißen wirst. Nach mosaischer Sicht wäre eine Behinderung oder gar Verhinderung dieses Hervortretens mit dem Esau-Segen gleichbedeutend mit einem grundsätzlichen Bruch des Bundes mit Jahwe und die Verhinderung der Ankunft des Messias, welche die Verfluchung und Vernichtung durch Jahwe nach sich zöge. Nach dieser Lehre würde jeder Jude oder von Juden abhängige Nichtjude, das heißt zum Beispiel Christen, Freimaurer, Mohammedaner und so weiter, der diesem Segen zuwiderhandelt, den Zorn Jahwes auf sich und die jüdische Gesellschaft heraufbeschwören und dadurch die Vernichtung Großisraels durch Jahwe fördern. Siehe dazu den Fluch des Ungehorsams im 5. Buch Mose 28, 15 bis 68, davon besonders der Vers 58. Der Bann setzt sich automatisch in Kraft, sobald der Esau-Segen verletzt wird. Zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche unter anderem die Excommunicatio Later e Sententiae, Strafe für Ungehorsam. Letztendlich wird, wie es in der Weissagung des Mosaismus heißt, die allseitige Einhaltung des Esau-Segens, ohne den Juden zu fluchen, zum weltweiten Frieden zwischen Juden und Nichtjuden führen. Das war sozusagen eine Zusammenfassung. Was ich jetzt anschließend nochmal näher erläutern werde. Unter dem Titel Zwei Zeilen der Bibel retten die Völker. Die Überschrift für diesen Text wählte Mathilde Ludendorff für einen Artikel, der in der Tendenz in die gleiche Richtung geht wie der folgende Text. Der Artikel wird anschließend zitiert. Für die Bibelgläubigen, also für einen erheblichen Teil der Menschheit, darunter sind politisch, wirtschaftlich und medial führende Kreise, besitzt der sogenannte Jakob-Segen, ausgesprochen im Alten Testament, und zwar im 1. Buch Mose, Kapitel 27, 27 bis 29, eine zentrale, ja richtungweisende Bedeutung. Neben diesem Jakobsegen steht in unmittelbarem Zusammenhang der sogenannte Esausegen im 1. Buch Mose, Kapitel 27, 40.
Aus jahwistischer Sicht, also aus der Sicht der Lehre des Jahwismus, der Lehre Jahwes, der Lehre des Gottes der Bibelgläubigen, ist der Verfasser dieser Zeilen ein Vertreter des Esau-Segen-Konzepts. Das ist von ganz erheblicher Bedeutung. Nach der Lehre des Jahwismus hat sich Jakob durch List den Erstgeburtssegen seines Vaters Isaak, den sogenannten Jakobsegen, der eigentlich seinem Bruder Esau zustand, erschlichen und dadurch den Anspruch auf Macht über Esau erlangt, auf imperialistische Macht über den anderen, auf Weltherrschaft. Esau war dadurch dazu verurteilt, fortan seinem Bruder Jakob zu dienen. Andererseits bekam Esau von seinem Vater Isaak im Rahmen einer zweiten Segenerteilung das Recht zugesprochen, eines Tages das Joch seines Bruders Jakob vom Halse zu reißen, um auch Herr zu sein. Siehe dazu 1. Mose 27, 40. Es beschwerte sich einmal jemand über den Esau-Segen. Er wäre nicht bereit, sich einem jahwistischen oder mosaistisch-jüdischen Segen zu unterwerfen. Recht hat er, aber man muss es richtig verstehen. Ich unterwerfe mich keinem Segen, möge er lauten, wie er wolle. Ich vertrete eine Wertordnung. Wie diese lautet, steht in dem Heft Thesen, Ziele, Forderungen in Freiheit und Recht 2003, Folge 6, 7 von Roland Bohlinger, Verlag für ganzheitliche Forschung. Danach hat jedes Volk das Recht auf Selbsterhaltung und freie Selbstentfaltung im Rahmen einer freiheitlichen, auf dem Willen, der Eigenart und der Kultur des Volkes sowie auf Leistung und Gerechtigkeit fußenden, gegen jede Gewalt- und Willkürherrschaft gerichteten, dem Frieden und der Verständigung zwischen den Völkern dienenden, der Schöpfung in Liebe und Achtung zugewandten Rechtsordnung. Ich denke, die Zielsetzung ist hiermit genügend klar umrissen. Wer genaueres wissen will, der lese in dem genannten Heft. In den Rahmen dieser Zielsetzung gehört der sogenannte Esau-Segen. Das heißt, dieser Segen steht nicht über dieser Wertordnung, sondern in ihr. Und was bedeutet das im Einzelnen? Jakob steht im engeren Sinne für die mosaisch gläubigen Juden und im weiteren Sinne für alle den mosaisch gläubigen Beigesellten, ethnisch dem Judentum aber nicht angehörigen Bibelgläubigen, zum Beispiel den Christen und Freimaurern. Esau steht hingegen für die anderen, im engeren Sinne für alle nicht mosaisch gläubigen, im weiteren Sinne für alle nicht bibelgläubigen Nichtjuden. Hierbei gilt für alle Bibelgläubigen, insbesondere für die mosaisch Gläubigen, dass sich sowohl im Jakobsegen als auch im Esausegen der zentrale, die Geschichte der Menschheit bestimmende Wille ihres Gottes Jahwes äußert. Wer möchte da behaupten, dass diese Tatsache nicht von größtem Einfluss auf die Richtung des politischen Denkens, Wollens und Handelns der Bibelgläubigen ist? Beschäftigen wir uns daher noch etwas weiter damit. Der Esau-Segen beinhaltet nicht, dass Esau lediglich das Joch seines Bruders abreißen und dann vielleicht zur Abwechslung Jakob unter das Joch beugen darf, sondern er enthält mehr, viel mehr. Die Verwirklichung des Esau-Segens soll nämlich etwas wesentlich anderes herbeiführen: Freiheit, Gleichberechtigung und Frieden für beide Brüder beziehungsweise deren Nachkommen. Beide die Erde bevölkernden Gruppen sollen nun Herren sein, Herren ihrer selbst, ausgestattet mit gleichen Rechten und Pflichten und somit wirklich frei und ohne Joch. Nur in diesem Sinne, das heißt im Dienst des Ziels der Gleichberechtigung und der Selbsterhaltung und Selbstentfaltung sowie der gegenseitigen Achtung und Rechtswahrung für alle, ist es auch möglich, dass Esau die Folgen heilen kann, die Jakob mit dem Beschreiten des von ihm eingeschlagenen Weges erzeugte, den man in richtiger Ausdeutung dieser Symbolgeschichte als imperialistischen Weg bezeichnen kann. Gewalt darf Esau hierbei nicht anwenden, außer natürlich in Fällen unmittelbarer Notwehr, wo andere Mittel der Abwehr nicht mehr möglich sind.
Denn durch einen Weg der Gewalt würde er sich nur auf den bisherigen Weg Jakobs begeben, der zumindest als Irrweg unter ethischen Gesichtspunkten als verwerflicher Weg anzusehen ist. Das heißt, auch in der Bibel, der ideologischen Hauptquelle der mosaistischen und christlichen Priesterkasten, wird der Weg Jakobs zumindest als Irrweg gewertet, denn sonst enthielte der Esau-Segen nicht die Verheißung, dass dereinst die Folgen des Jakobsegens, also die auf Betrug, Unterjochung und Gewalt gegründeten Folgen, überwunden würden. Das bedeutet aber zugleich, dass das Esau-Segen-Konzept nicht nur das an sich selbstverständliche, aber auch vom Jahwismus ausdrücklich anerkannte Recht auf Selbsterhaltung und Selbstbefreiung Esaus enthält, sondern auch die Pflicht, Jakob zu helfen, den Weg der Befreiung und ethischen Läuterung und damit die Erlösung mitzugehen. Das eine geht nicht ohne das andere, weder weltanschaulich noch moralisch noch politisch. Das bedeutet aber auch, dass Jakob, nachdem begonnen wurde, das Esau-Segen-Konzept zu verwirklichen, Esau nicht in seinem Bemühen um Heilung hindern darf. Will er im Rahmen des von seiner Religion bestimmten Konzepts bleiben und der Erlösung, nämlich der eigenen Befreiung vom falschen Konzept, teilhaftig werden? Oder mit anderen Worten, es erfolgt aus bibelgläubiger, insbesondere mosaistischer Sicht, das Hervortreten des messianischen Konzepts aus dem Raum des Glaubens und der Hoffnung auf etwas Zukünftiges in den Raum der aktuellen Politik. Aus dieser Sicht wäre eine Behinderung oder gar Verhinderung dieses Hervortretens gleichbedeutend mit einem grundsätzlichen Bruch des Bundes mit Jahwe und die Verhinderung der Ankunft des Messias. Das aber würde, auch wieder nach jahwistischer Lehre, die Verfluchung und Vernichtung durch Jahwe nach sich ziehen. Daraus folgt, dass es für die Bibelgläubigen im Willen Jahwes, im Sinne der Heilslogik ihrer Religion liegt, dass sich der Esau-Segen als der letztlich stärkere Segen erweist. Und zugleich heißt das, dass derjenige, der den Esau-Segen mobilisiert, wie das einmal in der jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung hieß, nach dem Willen Jahwes unangetastet bleiben muss, solange er als Esau auftritt, sich also an die Regeln hält, nämlich ohne Gewalt, ohne Unterdrückung und ohne Hetze für die allgemeine Befreiung und Gleichberechtigung wirkt. Mit anderen Worten, auch wenn ich kein Anhänger des Mosaismus bin, entspricht der sogenannte Esau-Segen voll und ganz der von mir vertretenen Weltanschauung und der darin vertretenen Wertordnung. Das heißt, wenn ich davon spreche, dass der sogenannte Esau-Segen zu mobilisieren ist, dann mobilisiere ich den Kernpunkt der von mir vertretenen Wertordnung, der bei den Bibelgläubigen als sogenannter Esau-Segen bezeichnet wird. Hier ist die Brücke zum Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den sonst vielfach gegensätzlichen Lagern. Und es ist die strategische Ebene für den Kampf um die Zukunft des jüdischen Volkes und der übrigen Völker, beziehungsweise der Angehörigen aller Völker. Den meisten Menschen ist dieser Sachverhalt unbekannt. Die Führer der Religionen, die sich auf die Bibel stützen, nähren diese Unkenntnis. Warum liegt auf der Hand? Eine offene Diskussion über den Esau-Segen würde die imperialistischen Bestrebungen innerhalb der Priesterkasten dieser Religionen stören. Diese Bestrebungen haben zwar ihr Fundament in der mosaistischen Religion, ihre Träger müssten also ein Interesse daran haben, ihre wichtigste Religionsurkunde korrekt auszulegen. Doch es entwickelte sich längst eine Eigendynamik. Für die meisten Anhänger wurden die Bestrebungen zum Selbstzweck, dienen sie der Befriedigung persönlichen Macht- und Besitzstrebens. Daher würde eine solche Diskussion diese Bestrebungen im religiösen Kern in Frage stellen, also schwächen, während sie jene Kreise innerhalb und außerhalb dieser Priesterkasten fördern würde, die an einer Heilung der Welt, an einer Befreiung vom Imperialismus wirklich interessiert sind. Eine Verwirklichung des Esau-Segen-Konzepts steht,
im Gegensatz zu vielen anderen Inhalten der Bibel, also im Einklang mit meiner Weltanschauung. Diese Weltanschauung fußt vor allem auf den philosophischen Erkenntnissen von Mathilde Ludendorff, daneben Friedrich Schiller und anderen Vertretern des deutschen Idealismus. Außerdem auf Erkenntnissen aus Geschichts- und Naturwissenschaft, Psychologie und Verhaltenslehre. Beim Streben nach Erfüllung dessen, was einerseits im Esau-Segen für die Bibelgläubigen eindeutig von Gott Jahwe selbst konzipiert ist, und andererseits nach meiner Weltanschauung als allgemeingültige moralische und politische Grundnorm anzusehen ist, oder als schlechthin göttliches Recht, stehe ich in einem Recht und in einer Pflicht. Nach meiner Weltanschauung führt die Beschreitung des imperialistischen Weges in letzter Konsequenz zum Untergang des menschlichen Lebens in seiner positiven Form, nämlich in jener Form, die vor allem durch das Streben nach Freiheit, Würde, Güte, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit und Schönheit gekennzeichnet ist. Für diese Weltanschauung gibt es keinerlei Recht auf Beschreitung des falschen Wegs, des imperialistischen Wegs, des Wegs der Manipulation, Kontrolle und Ausbeutung des Menschen, des Wegs zur Errichtung einer Gewalt- und Willkürherrschaft. Für sie gibt es nur ein Recht auf Befreiung vom falschen Weg, ein Recht, das zugleich sich als Pflicht darstellt, als Pflicht, eine freiheitlich, volksherrschaftliche, Leben, Frieden, Umwelt- und heimatschützende Rechtsstaatlichkeit zu schaffen, die als Schutzgebiet für den Einzelnen und die Gruppe, aber auch als Hort dient, in der die ethnische, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Höherentwicklung zu gedeihen vermag. Näheres dazu steht in der Schrift von Roland Bohlinger Gutachten zur Frage der Eignung der Philosophie Mathilde Ludendorffs als weltanschauliche Grundlage für ein freiheitlich-demokratisch-rechtsstaatliches Gemeinschaftsleben, erschienen im Verlag für ganzheitliche Forschung Wiehl 1995. Es ist klar, dass eine Befreiung, die nicht gewaltsam erfolgen und daher nur auf geistigem Gebiet vorangetrieben und sicher gegründet werden kann, hauptsächlich mit den Mitteln des Vorbilds, der Einsicht, der Hilfe zur Selbsterkenntnis, dann der Erziehung, der Wissenschaft und Kunst, der Aufklärung sowie der Mobilisierung des Stolzes und des Selbsterhaltungs, Freiheits-, Rechts-, Wahrheits- und Schönheitswillens herbeigeführt werden muss und auch nur so herbeigeführt werden kann. Die Jakob-Fraktion wird vor allem vom Mosaismus gebildet. Dieser ist sozusagen ihr Kopf. Zur Fraktion gehören außerdem das aus dem Mosaismus hervorgegangene Christentum sowie etwas entfernter die dritte jahwistische oder abrahamitische Religion, der Islam. Weiterhin gehören dazu die aus dem Mosaismus, Christentum und Islam hervorgegangenen Kader- und Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel der B'nai B'rith-Orden, die Freimaurerei, der Jesuitenorden, der Thule-Orden. Schließlich gehören dazu Ableger wie der Marxismus und die verschiedenen Erscheinungsformen des Sozialismus und Kapitalismus, außerdem der Faschismus und im Kern auch wesentliche Teile des Nationalsozialismus. Sie alle bilden in ihrer Grundstruktur eine Einheit. Sie alle fußen auf Sendungsreligionen oder Ideologien mit mehr oder weniger stark entwickelten Wahnideen, stellen Alleinherrschaftsansprüche, sind autoritär hierarchisch organisiert, setzen Geheimorganisationen ein, wenden Suggestionen, Verängstigungen, Gehirnwäsche und andere Methoden zur seelischen Manipulation und Abrichtung ein, und sie verfolgen Andersdenkende nicht selten bis hin zu deren Ermordung. Das alles entspricht dem Jakobsegen-Konzept. Es sind Entwicklungen im Geiste oder aus dem Nährboden dieses Konzeptes. Wie das Roland Bohlinger in der Schrift Zentrale Wurzeln des Terrors unwiderlegbar bewiesen hat. Das Esau-Segen-Konzept ist anders. Personen und Gruppen, die zur Jakob-Fraktion gehören,
können sich nicht auf den Esau-Segen berufen oder ihn mobilisieren, es sei denn, sie verlassen die Fraktion und gesellen sich zur anderen Fraktion. Die Hinwendung zur Esau-Fraktion erfolgt aber nicht nur durch Aufgabe jeglicher Mitgliedschaft in Vereinigungen der Jakob-Fraktion, sondern vor allem durch völlige Absage an jede Art von imperialistischem, autoritär-hierarchischem, Willkür und Gewalt anwendendem Verhalten. Auch jeder, der von vornherein durch Abstammung und Erziehung nicht zum Anhänger irgendeiner Strömung oder Gruppe innerhalb der Jakob-Fraktion wurde, kann nur Mitglied der Esau-Fraktion sein, wenn er die gleiche Absage vollzogen hat. Das heißt, wenn er anderen Menschen nicht mit Unterdrückung, Willkür, Hetze und Gewalt entgegentritt. Natürlich gibt es Anhänger und Gegner imperialistischen Verhaltens, seitdem es in Gesellschaft lebende Menschen gibt. Aber erst mit der Entstehung und Ausbreitung der im Orient entstandenen drei abrahamitischen Religionen kam es im Verlauf von mehr als 2 Jahrtausenden zu einer fast weltweiten Ausbreitung imperialistischen Verhaltens in den verschiedensten Ausprägungen und zu einer damit verbundenen Bedrohung der gesamten Menschheit auf allen Lebensgebieten. Gegner dieser Entwicklung bedurften natürlich niemals irgendeines Segens oder Rechtstitels, um zur Abwehr legitimiert zu sein. Da seit 1945 imperialistische Herrschaftsformen weltweit vorherrschen und die Jakob-Fraktion innerhalb der imperialistischen Gesamtströmung dominiert und über Waffen verfügt, mit denen die ganze Erde verwüstet werden kann, gilt nunmehr für die Jakob-Fraktion die Legitimierung der antiimperialistischen Abwehr durch den Esau-Segen als vollzogen. Das heißt, spätestens jetzt darf auch nach dem Willen Jahwes das Joch Jakobs abgerissen werden. Das aber bedeutet, dass Jakob den Esau, solange Esau sich an die Regeln hält, das heißt nicht Unterdrückung, Hetze und Gewalt anwendet, nicht mehr mit Gewalt daran hindern darf, das Joch abzureißen. Das bedeutet außerdem, dass nicht nur die Mitglieder der Esau-Fraktion, sondern auch alle minderjährigen Kinder von Anhängern der Jakob-Fraktion und sämtliche Angehörige noch nicht geborener Generationen, da sie sich alle noch nicht frei entscheiden konnten, zu welcher Fraktion sie gehören wollen, unter dem Schutz des Esau-Segens stehen, also nicht mehr Opfer imperialistischer Gewalt werden dürfen. Der Einzelne verliert diesen Schutz nur dann, wenn er in mündigem Zustand durch Anwendung von Unterdrückung, Hetze und Gewalt den Schutzbezirk verlässt. Diese grundlegende Änderung der Lage aus der Sicht der Jakob-Fraktion gilt es den Mitgliedern dieser Fraktion vor Augen zu führen, nicht um sie zu manipulieren oder gar zu zerstören, sondern um sie zu öffnen für die Befreiung, die auch ihnen gilt. Aufruf des Verfassers. Bitte vergessen Sie auch nicht, dass das Ziel der Geschichte, das in der zentralen Prophezeiung der Bibelreligion zum Ausdruck kommt, in der Überwindung des Imperialismus besteht, und zwar durch Versöhnung der Völker und ihre Heilung durch Selbstbewahrung, Selbstbestimmung und freie kulturelle Entfaltung im Rahmen einer allgemeinen Rechts- und Friedensordnung, die getragen ist von der Überzeugung, dass die Schöpfung und das Dasein jedes Menschen und jedes Volkes heilig ist. Dieses Ziel kann nicht verwirklicht werden ohne die helfende Hand Esaus, das heißt der Wissenden unter Esau, also den Trägern des Esau-Segens, die mit den Wissenden unter Jakob die Erlösung bewirken müssen. Sah nicht Jahwe für einen so schweren Verstoß gegen das Gesetz die Vernichtung Jakobs vor? Die Träger des Esau-Segens wollen diese Vernichtung nicht. Im Gegenteil, sie sind die schützende Hand Gottes gegen die Vernichtung. Für sie sind alle Völker, auch das Volk Jakobs, Ideen Gottes. Sie wollen die friedliche Erhaltung, Selbstbestimmung, Freiheit und kulturelle Höherentwicklung ausnahmslos aller Völker, auch und gerade wenn sie, wie der Verfasser, nicht Anhänger der biblischen Religion sind. Also all ihr Verantwortlichen dieser Erde, ergreift die ausgestreckte Hand, bevor es zu spät ist,
Das Zeitalter Jakobs geht zu Ende, so oder so. Nach eurem Glauben ist dies das von Jahwe bestimmte Gesetz. Verlangt nicht auch die Einhaltung der Präzepta Noachika, das heißt die Gebote Noahs als erstes Gebot, gegenüber Jahwe völligen Gehorsam? Wer wagt es, dem Esau Segen zuwiderzuhandeln? Würde ich nicht gegen euer eigenes jüdisch-christliches Gesetz verstoßen, wenn ich mich nicht auf den Esau-Segen beziehen würde? Nachfolgendes Beispiel umreißt kurz das Wesen Jahwes aus biblischer Sicht mit den Worten der Propheten. Mein Leib, welch Schmerz, ihr Herzenswände! Es wogt, es bebt die Brust, kann nimmer schweigen. Horch, höre Hörnerhall und Kriegsgeschrei. Schlag schallt auf Schlag, leer liegt das Land, da zerfetzt meine Zelte, die Decken fort. Wie lang seh ich Banner, hör Hörnerhall. Heißt Adonai nicht der Schrecken Isaaks? Adonai ist der Löwe, der über seinem Raube brüllt. Jahwe, der Heerscharen, den nennt Verschwörer. Der sei eure Furcht, der euer Schrecken. Denn spricht er nicht durch Jeremia, dass er die Menschen wird essen lassen, das Fleisch ihrer Söhne und das Fleisch ihrer Töchter, und jedermann das Fleisch seiner Freunde? Sein Geist zerschmettert den Propheten in einer Schlucht des Berglandes zu Tode. Amos, der Prophet, sieht Adonai stehen am Altar und Adonai Jahwe der Heerscharen. Er rührt die Erde an und sie zerschmilzt. Und es trauern alle ihre Bewohner. Jesaja sieht Adonai sitzen auf dem Thron, und um ihn fliegen die Seraphim, die Feuerwesen. Und ist nicht der Seraph Meopheph, der fliegende Feuerdrache, draußen in der Wüste des Südlandes? Wird nicht Adonai an seinem Tage als Priester in seinem Tempel dahinschlachten die Söhne Israels? Ein Schwefelstrom ist Jahwes Atem. Verzehrendes Feuer seine Zunge, mit Sturm und Wetter und Hagelschlag prasselt sein Arm hernieder. Ja, El Nora, der furchtbar schreckliche Gott, das ist Adonai. Die Propheten überbieten sich in schärfsten Verwerfungsurteilen gegen alles Bestehende, und keine Begründung wissen sie dafür zu geben. Schlechthin droht Jahwe dem Menschen und jeder Menschengemeinschaft den Untergang. Einen Untergang, vor dem es keinen Ausweg und keine Rettung gibt. Jahwe, das ist der Vernichtungswille selbst. Und das Furchtbarste dabei ist, dass er selbst das Jahwe-Volk Israel, seinen Staat und sein Königtum, seine Siege und seine Wohlfahrt, seinen Tempeldienst und das heilige Priestertum, die erhabenen Gotteswunder und die Reden der Propheten, alles, alles als wertlos beiseite wirft. Gershom Scholem schreibt in seinem Buch Judaica, erschienen im Suhrkamp Verlag 1968 auf Seite 223: Nach manchen dieser Legenden ist einer der 36 Verborgenen der Messias. Wäre das Zeitalter dessen würdig, würde er als solcher offenbar werden. Er meint damit die 36 verborgenen Gerechten in der jüdischen Tradition. Im selben Buch schreibt Scholem: Zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum auf Seite 72. Die Ankunft des Messias selber ist an unmögliche, jedenfalls höchst paradoxe Bedingungen gebunden, niemals wohl melancholischer und menschlich vertrackter als in dem, einen Gedanken des Sohar zuspitzenden Wort, der Messias werde nicht eher kommen, als bis die Tränen Esaus versiegt sein werden. Unter allen Bedingungen der Erlösung wahrlich die überraschendste und zugleich unmöglichste. Denn die Tränen Esaus sind die, die er nach Genesis 27, Vers 38 vergoss, als er von Jakob um den Segen Isaaks betrogen wurde. Es ist meine Pflicht, für das, was sich auf Gott Jahwe bezieht, darüber zu wachen, dass die Verheißung des Esau-Segens durch Jakob Israel eingehalten und dieses Gebot Jahwes als verpflichtende Grundlage des sittlich geordneten, privaten und öffentlichen Lebens beachtet und befolgt wird. Die Zuwiderhandlung gegen das Gebot des Esau-Segens kommt einer Verunehrung der Majestätsrechte
Gott Jahwes, sowie seines Namens und Wortes gleich. Was ist der Lohn oder die Strafe für diese Gotteslästerung? Bedeutet Unsterblichkeit im jüdisch-christlichen Sinn nicht das Fortleben des Menschen nach dem irdischen Tode als persönliches Einzelwesen zum ewigen Lohn oder zur ewigen Strafe? Was werdet ihr antworten, wenn der ewige Richter an euch herantritt mit der Frage: Habt ihr meine Verheißung an Esau und seine Nachkommen beachtet und gehalten? Ebenfalls wirft ein Handeln wider den Esau-Segen die Frage auf, ob derjenige, der zuwider handelt, noch auf dem Boden seines Glaubens steht, da dieser Segen einen zentralen Bestandteil seiner Religion darstellt, ja im Grunde das umfasst, was Gott Jahwe als messianische Verheißung verkündet, und ob er deshalb noch den Schutz des Artikels 4 des Grundgesetzes, nämlich die Glaubensfreiheit, beanspruchen kann und nicht eher als Mitglied einer politischen Vereinigung gelten muss, die sich gegen die geltende Rechtsordnung richtet. Dazu mein Lösungsvorschlag: Den Freiheitskampf unter den Schutz des Esau-Segens stellen und die Hinweise im Abschnitt zwei Zeilen der Bibel retten die Völker beachten, da wir es mit Priestermächten, Israel heißt auch Jahwe-Krieger, zu tun haben, bricht dort das Bibelrecht das Staatsrecht. Bibelrecht gleich Kriegsrecht gleich Völkerrecht. Jeder, der einen Eid auf die Bibel oder Gott Jahwe ablegt, wie zum Beispiel Politiker, Richter, Militärs, Priester, Ordensangehörige und andere, muss den Esau-Segen als oberstes biblisches Gesetz anerkennen, respektieren und unterstützen. Quelle großer Teile vorliegende Abhandlung ist ein offener Brief von Roland Bohlinger mit dem Titel Denkschrift auf der Grundlage des geltenden Völkerrechts und des im Alten Testament verkündeten Jakob- und Esau-Segens. Seite 3 bis 6, dritte Auflage 2002, Verlag für ganzheitliche Forschung. Das sehen wir hier. Kurz den Original. Die Deckschrift. Ihr Vorsitzender des Deutschen Rechts- und Lebensschutzverbandes. Ebenfalls sehen wir hier die Schrift von Roland Bohlinger, Gutachten zur Eignung der Philosophie Mathilde Ludendorffs als weltanschauliche Grundlage für ein freiheitlich-demokratisch-rechtsstaatliches Gemeinschaftsleben. Auch erschienen im Verlag für ganzheitliche Forschung. Im Internet sicherlich noch zu erhalten. Im Original. Was sagt nun Frau Dr. Mathilde Ludendorff zum Esau-Segen? Ich zitiere hier aus dem Sonderdruck Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik, der auch im Internet digitalisiert unter www.archiv.org oder www.skript.com oder anderen Quellen erhältlich ist. Dort heißt es: Der einzige Unterschied zwischen der messianischen Zeit und der vormessianischen ist heute Tatsache. Viele vereinte Nationen des Erdballs sind dem jüdischen Volk untertänig, wie es der Talmud für den Anbruch dieses Zeitalters aussagt. Die Stunde, in der der gesetzestreue Jude erstmals dessen gegenwärtig sein muss, dass die nichtjüdischen Völker, also der Esau, sich aufraffen, das Joch Jakobs von ihren Schultern reißen und auch Herr sind, ist also heute gekommen. Möge die Aufklärung über den Esau-Segen sich ganz der ungeheuren Bedeutung dieser geschichtlichen Stunde gemäß Bahn brechen. Gilt es doch, alle nichtjüdischen und nichtchristlichen Völker, aber auch alle Christen und Freimaurer über die Verheißung Jahwes an Esau nach jüdischem Geheimsinn aufzuklären und diese Aufklärung auch noch mit den vorhin genannten, vom Judentum selbst gelieferten Beweisen zu verbinden. Erst in dieser Stunde hat nach jüdischem Geheimglauben Esau das Recht, das Joch abzuwerfen und selbst Herr zu sein. Denn der Segen für Esau hat erst dann Gültigkeit, wenn die Verheißung für Jakob erfüllt, dieser also Herr über die Völker ist. Ebenso wichtig und dringlich ist aber auch die Aufgabe, allen Juden nun den Segen für Esau in Erinnerung zu bringen,
dessen Geheimsinn Sie ja kennen. Furchtbare Weltkriege, Sklavenelend in Fülle könnten verhütet werden, wenn dies rechtzeitig gelingt. Handeln Sie also dementsprechend, ehe es zu spät ist. Noch nie wurde allen Wissenden eine so hohe Möglichkeit, Unheil zu verhüten, gegeben. Noch nie lag auf allen so hohe Verantwortung. Es lebe die Freiheit. Dr. Mathilde Ludendorff. Dieser Sonderdruck, aus dem dieses zitiert wurde, ist auch in den meisten meiner Schriften, die ich veröffentlicht habe, enthalten. Das habe ich dort mit übernommen. Ebenfalls ist in diesem Sonderdruck auch enthalten eine Begegnung, die Frau Mathilde Ludendorff mit einem orthodoxen Juden hatte und wo auch der Esau-Segen zur Sprache kam. Auch ein sehr interessantes Praxisbeispiel. Hier noch ein sehr aussagekräftiges Bild, wie ich finde, und zwar die jüdischen Konfessionen. Priester des Mohammedanismus, also des Islam, des katholischen und lutherischen reformierten Christentums werden von dem Rabbiner auf die Bibel vereidigt. Das ist ein Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift. Die Quelle dieser Abbildung ist das Buch von Erich und Mathilde Ludendorff, Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende, aus dem Ludendorffs Verlag 1939. Das ist auch bei www.archiv.org oder www.skript.com oder einer anderen Quelle gratis in digitaler, elektronischer Form erhältlich. Siehe zum obigen Bild auch meine Schrift, das Buch der Kriege Jahwes, das im Internet auch unter www.archiv.org oder www.skript.com gratis erhältlich ist. So, nachfolgend möchte ich euch noch einige Zusammenstellungen von mir, die als elektronische Bücher im Internet unter www.archiv.org oder www.skript.com oder anderen Quellen einsehbar bzw. gratis zum Herunterladen sind. Dabei erstens das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger, zweitens das Buch der Kriege Jahwes, drittens Kampf für Wahlenthaltung, viertens Kampfgift Alkohol, fünftens der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff, sechstens der Papst, oberster Gerichtsherr der Bundesrepublik Deutschland, siebtens der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe, achtens Scheinwerferleuchten, neuntens Haus Ludendorff und Wort Gottes, zehntens Jahwe, Esau-Segen und Jakobs Joch, elftens Es war vor 100 Jahren, dann Englisch, eine Veröffentlichung in Englisch, Destruction of Freemasonry through Revelation of Their Secrets. Das ist das Buch Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse von Erich Ludendorff. Dann das Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff. 14. Denkschrift mit brennender Sorge, offener Brief, den ich verfasst habe und an Politiker und kirchliche Würdenträger verschickt habe. Drei Irrtümer und ihre Folgen, das behandelt den Okkultismus. Dann 16. Vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahwe und seiner Kirche, das, was der Titel auch aussagt, da kriegt man einen Überblick über wirklich das Wesen und das Wirken Jahwes. 17. Warum sind meine Kinder nicht geimpft? 18. Erich Ludendorff, eine Antwort auf Verleumdungen des Toten. Ne, ihr könnt auch meinen Internetkanal bei YouTube besuchen, wo ich auch schon mehrere Veröffentlichungen zu religiösen Themen hochgeladen habe. Unter www.youtube.com User Genesis 2740 Blessing. Hinweisen möchte ich noch auf meine Denkschrift mit brennender Sorge. Das ist ein offener Brief,
den ich an die sogenannten Regierungen und sogenannten Lenker dieser Erde sowie die am Weltgeschehen Interessierten gerichtet habe. Zur universalen Gültigkeit des im Alten Testament verkündeten Esau-Segens und gleichzeitig die Mahnung der Einhaltung desselben durch die Anhänger der abrahamitischen Religionen, welche im Judentum, Christentum und Islam zu erblicken sind. Na, wo ich auch einige Forderungen aufgestellt habe, die ihr auch im Internet findet unter www.archiv.org bzw. www.script.com oder einer anderen Quelle.